Herzlich willkommen zum dritten Teil unserer zwölfteiligen Serie zum Thema die häufigsten Fehler bei Finanzierungs- und Fördermittelanträgen. Heute werden wir uns mit dem Thema befassen, was im Fachjargon heißt Eigenkapitalquote. Was ist damit gemeint? Stell dir einfach mal vor, du fährst mit deinem besten Freund in den Urlaub und ihr füllt gemeinsam die Urlaubskasse auf und dein Freund sagt, oh, ich hab nichts, bezahl du mal alles. Wahrscheinlich fühlst du dich genauso unwohl wie der Ehepartner, der einen anderen ehelicht heiratet und nichts mit in die Ehe und die Beziehung reinführt. Also hier herrscht ein Ungleichgewicht. Einer gibt viel oder alles und der andere wenig. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Banken und Fördermittelgebern oder Investoren. Das bedeutet also auch von deiner Seite aus bist du immer eingeladen, ein gewisses Maß an Mitteln mitzubringen. Und der Fachbegriff, den die Banker nutzen, ist die Eigenkapitalquote. Das bedeutet also, es gibt Limits, es gibt Mindestmaß an Vorstellungen oder von Mitteln, die du selbst mitbringen musst. Und das macht jede Bank für jede Branche teilweise individuell. Beispielsweise ist es so, dass du bei einer guten, hochinnovativen Gründung vielleicht nur 10% mitbringen musst. Bist du aber in einer riskanten Branche tätig, wie zum Beispiel Gastronomie, Hotellerie, dann steigt oder klettert diese Eigenkapitalquote schnell mal auf 30, 40 oder wie zurzeit in Berlin auf 50% hoch. Was bedeutet nun 50% Eigenkapitalquote? Wenn du eine Gastronomie gründen oder kaufen willst, sagen wir mal für 3, 4, 500.000, dann darfst du bei 500.000 250.000 Euro selbst abbilden, nachweisen. Und nicht dadurch, dass du es kurzfristig vom Freund leist und zurückgibst, sondern diese Mittel müssen zur Finanzierung des Unternehmens auch nachweislich eingebracht werden. Die gute Nachricht ist, dass wenn du nicht allzu viel Eigenkapital hast, beispielsweise nur 10%, die Bank will aber 20%, dass es Mittel und Wege gibt, diese 20% aufzufüllen, also aus den 10% 20 zu machen. Hierfür gibt es eine ganze Reihe von Instrumenten, die uns dann Unternehmensberater wie wir beispielsweise an der Hand haben. Das können Eigenkapital-ähnliche Fördermittel sein, wie von der KfW. Es können aber auch Beteiligungsgesellschaften sein oder Private Equity, also Investoren, Business Angels, die sich bei dir beteiligen, entweder durch Beratungsleistung oder Finanzmittel oder beides. Also denke dran, dein Eigenkapital nicht nur zusammenzuhalten, sondern aufzubauen und darauf zu achten, dass du mindestens, so wie auch in der Immobilienfinanzierung üblich, ca. 20% im besten Fall zur Verfügung hast. Grundsätzlich kann ich dir sagen, aus Hunderten von Finanzierungsanträgen, dass die Wahrscheinlichkeit der Bewilligung deiner Anträge proportional steigt zur Höhe deines Eigenkapitals. Wenn du kein Eigenkapital hast, kann ich dir schon sagen, dass du sehr wahrscheinlich 50-50 Wahrscheinlichkeit hast, dass du eine Zusage bekommst. Hast du 10%, dann steigt die Wahrscheinlichkeit vielleicht auf 60-70%. Hast du 20%, bist du vielleicht schon bei 80-85%. Hast du 30-40% oder sogar die Hälfte an Eigenmitteln, dann liegt die Wahrscheinlichkeit sehr wahrscheinlich schon ganz dicht bei 98-99%. Wie du also siehst, entscheidet maßgeblich nicht nur deine tolle Geschäftsidee, du als Unternehmer, ein tolles Produkt und deine Dienstleistung, sondern es entscheidet mit bei der Zusage, bei der Bewilligung von Förder- und Finanzierungsanträgen dein Eigenkapital und wer ist dafür verantwortlich? Dafür bist du verantwortlich. Wenn du dazu Fragen hast, bist du jederzeit eingeladen, Gebrauch zu machen vom kostenfreien Erstgespräch, den du unten unter dem Video über den Link findest. Ansonsten geht es morgen weiter mit dem vierten Punkt unserer zwölfteiligen Serie die häufigsten Fehler bei Fördermittel- und Finanzierungsanträgen.